So, hallo und alle zur nächsten Folge von Borderlands The Pre-Sequel. Und ja, wir waren hier stehen geblieben. Und sollten hier den zweiten Wandler holen. Und irgendwie müssen wir, glaube ich, da hoch, weil hier unten ist nämlich nichts. Geht's irgendwie rein? Nein, geht's auch nicht. Irgendwie ist. Ist das jetzt oben drauf oder wie oder was? Muss ich im Zug was holen? Nein, muss ich nicht. Nochmal, es ist nur das hier vorne so markiert, irgendwie so hier. Aber hier drin ist nichts. Also nach oben. Oder relativ nach unten, das ist die andere Geschichte. Aber können wir da irgendwie hoch? Bin ich auf die richtig, um hochzugehen? Warte mal, das sieht gar nicht mal so schlecht aus hier. So vielleicht? Oh, ich wusste gar nicht, dass das so krass ist, mal hochgehen. Ja gut, da hast du das rausgeflogen. So vielleicht. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Bin ich ja richtig? Nein, bin ich nicht. Also. Oh doch. Spur von Rooster Booster. Er muss sich aus dem Staub gemacht haben. Hau das Ding in Stücke und bau die Rekombinierungsmatrix aus. Zum Glück bist du ja auch ein Technikfreak. Echt? Das ist schwieriger, als ich dachte. Oh. Super. Jetzt müssen wir diesen störrischen Wandler aufklappen. Das ging ja schneller. Ist hier dieser Wandler? Nee, der liegt unten. Oh, der liegt unten. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ging ja zügig. Das ist Sprengstoff? Ja. Dachte ich mir doch. Oh, das ist irgendwo mit dem Jetpack immer noch. Ich gewöhne mich da nie dran. Hol dir den Zünder, bring den Sprengstoff an. Geh jetzt auf sichere Distanz. Stell den Zünder ein und dann kann's losgehen. Hi, Sir. Oh, ich soll hier runtergehen. Yes, dann machen wir das. Hier irgendwo? Das ist vermutlich weit genug. Gut so, jetzt zünde die Ladungen. Und kaboom. Oh, ich hab keinen Sauerstoff mehr. Hol dir die Rekombinierungsmatrix. Nachdem ich geatmet habe, nicht vorher. So. Dann hier hoch. Dann hier hoch. Dann, dann. Sehr gut. Komm wieder her, dann können wir mit der Wandlerei loslegen. Alles klar. Bring zurück zu springen. So. Damit hätten wir aber auch hier schon diesen Teil. Oh, ich kann den Flug nicht Menü öffnen. Lol. Damit hätten wir diesen Teil auch schon fertig. Zu den Waffen, das war das ein Ding. Das fehlt jetzt hier noch, ne? Ja. Warum bist du so? Ne, warum bist du nicht, warum bist du so? Finde Daedris Echo. Daedris. Ich nehme an Daedra, aber. Daedris. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen möchte. Ich kann es dir nicht sagen. Munition bitte, Munition, Munition. Okay, keine Munition. Vielleicht. Ja, wäre Schrot drin gewesen, aber naja. Wir machen so eine richtige Sammelrunde einmal und geben die Mission übrigens jetzt gleich alle am Stück ab. Wenn wir schon mal einiges gesammelt haben. Immer wenn alles, was ich sehe, wird angenommen. Das ist meine Regel. So, und ach genau, jemand meinte auch noch, die Regel bei Borderlands ist, wenn man durchlaufen kann, ohne dass die Viecher dich allzu viel verhauen, dann kannst du einfach durchlaufen. Wenn die dich aber noch verhauen, dann geben die noch genug XP, um sie abzufarmen. Ja, das ist halt die Frage, ob es Sinn macht, die abzufahren, wenn ich hier das direkt im Let's Play mache, weil das ist ja halt jetzt auch nicht unbedingt immer so spannend, so, ne? Apropos, ich sollte übrigens mal kurz gucken beim Skilltree. Okay, ich habe alles verskillt. Ich vergesse das nämlich immer, deswegen gucke ich da immer so nacheinander. Ich muss mal auf neue Stufe mal mehr ein bisschen achten. So. Jetzt muss ich irgendwie nach vorne. Steht hier zufällig irgendwo noch mein Gefährt? Nein, steht's nicht. Ich muss mir ein neues bauen. Ich werde schon wieder abgesniped. Stingray. Fahrzeug spawns, Fahrzeug teleportieren. Danke. Ach ja, genau, das Ding hier wieder. Das, wo ich das letzte Mal so lange dran gehangen habe, gell? Was ist, wenn ich von der Seite hier ranfahre? Treffe ich besser, ne? Ja, und wie ich besser treffe. Dämliche Geschütze, ey. Was kurz gedroppt? Irgendwas Grünes ist hier doch. Egal. Ich fahre, fliege.
fahre, fliege. Das Ding fliegt ja eigentlich. Ich flubbere zurück. Ich flubbere, schwebe, wie auch immer. Das waren mir gerade ein bisschen viele. Und ich glaube, ich habe sogar eine neue Mission zum Annehmen an sich. Ja. Boah, ich habe die Hälfte schon wieder in Konhaltbarkeit. Egal, das Teil repariert hier, wenn es außer Gefahr ist. Wo ist mal das Echo zu finden? So. Irgendwie im Umkreis. Irgendwo hier im Umkreis soll es ihn sein. Hier im Wagen aus. Bitte durchsuche ihn hurtigst möglich. Was heißt genau das, was die fahren oder der Wagen hier hinten? War schon wieder einer. Ist ja langweilig. Zufrieden? So, wahrscheinlich ist hier vorne dieser Wagen gemeint, der hier unten drin steht. Dann gucke ich mir das mal an. Das sieht ja schon mal interessant aus. Ist der hier gemeint mit? Maren, mein Liebster! Ich sitze im Wrack unseres Wagens fest, umzingelt von üblen Banditen. Wenn du diese Nachricht hörst, vergiss mich! Lebe in Freiheit! Leb wohl! Wie schrecklich! Ich erspähe keine Leiche. Vielleicht atmet Deidre noch und wurde nur in die Banditensiedlung in der Nähe verschleppt. Ich markiere dir die Position auf deinem Echo. Bitte, Kammerjäger, finde meine Liebste, weile sie noch unter den Sternen oder schon im Himmel. Oh ja, ich finde sie ja schon. Er ist wieder da! Was? Der Scheiß ist schon wieder? Wie oft muss ich dem Typen noch verprügeln? Ja, wieder Schlummer Schlafi Bubo. Alter, geht ihm auf die Nüsse. Übrigens, da oben kann ich noch eine optionale Quest annehmen. Wenn ich schon mal da bin, dann nehme ich die einfach gleich mit wahrscheinlich. Oder nee, da muss ich es abgeben, ne? Annehmen ist das Ausrufezeichen, das Fragezeichen ist abgeben. So, dann, ja, muss ich irgendwie hier auch. Hallöchen. Ja! Ah, damit ich hier nicht in den Fahrzeug rein kann. Ne? So geht's am schnellsten, glaube ich. So in etwa. Ja, so. Ich steig mal ab. Mein schönes Schrot. Boah, ich treffe wieder nichts. Ach, da unten sind wieder die. Die habe ich schon mal alle geplättet. Oh Gott. Nein, das ist nicht richtig. Das ist korrekt. Oh, eine Marken kann ich abgeben. Los, hinter mich! Ein Schild! Ich glaube auch wieder irgendein Zeug, die kann ich auch einsammeln. Ja, such im Lager nach Deidre. Habe ich getan, ja. Und Askit. Erhöhten Schmetterschaden, aber weniger Kapazität. Ja, schön, ich bin jetzt da. Und wo ist jetzt die Olle? Hallo. Jemand oder etwas da? Das geschenkt mir so durch. Ach, Askit wieder. Aber wahrscheinlich muss ich hier rein. Stimmt. Liegt ein Echo. Sag mal, Tobias. Oh, die ist doch da drin. Ja, hier
Hier ist Tobias Teitelbaum von der Designabteilung. Die Muster von den O2-Tanks sind jetzt da. Die Farbe wirkt sehr gut. Der Kontrast ist spitze. Aber ich hatte eine andere Schrift geordert. Das liest sich jetzt mehr wie OSKIT. Das müsst ihr wissen. Wenn es mein Geld wäre, ich würde alles nochmal machen. Das ruiniert alles. Ja, sie funktionieren trotzdem. Hallo? Hallo? Hm. Ja, gut. Kann man mal machen. Und so wie es aussieht, habe ich auch schon wieder hier alles voll. So, was sagt denn eigentlich mein OSKIT hier? 122 Kapazität, aber Schmetterschaden. Ich mache eh nicht viel Schmetterer. Habe ich ohne Witz meine ganzen Sachen wieder voll, tatsächlich. Ich habe die alle wieder voll. Lol. Mal schnell. Naja, Hallöchen. Wieso killst du meine Männer? Und ist das meine Echo-Nachricht? Myron schickt dich, oder? Er wirkt nett, aber der Typ spinnt total. Ich wache nachts auf und er starrt mich an. Ich gehe Freundinnen besuchen und er folgt mir. Und an unserem Hochzeitstag wollte er, dass wir beide Selbstmord begehen. Da wusste ich, ich muss weg. Deshalb habe ich meinen dramatischen Tod inszeniert. Wäre wohl am besten, Myron umzulegen. Nein, Myron hat wahnsinnig viel Verwandtschaft. Die würden sich rächen wollen. Aber ich habe einen Plan, Kammerjäger. Er ist durchgeknallt, aber er sollte Myron überzeugen, dass ich sowas von tot bin. Hilfst du mir? Klar, hört sich nach einer interessanten Mission an. Myron lässt mich nur in Ruhe, wenn ich tot bin. Also töten wir mich. Naja, meine missratene Zwillingsschwester Maureen. Myron weiß nichts von ihr und sie ist genauso gaga wie er. Sie ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und versteckt sich in der Nähe. Finde sie, töte sie und zeig Myron ihre Leiche. Ganz einfach, oder? Ja, gut. Du bist auch schon eine tolle Schwester, ne? Ja, du bist also, noch hier? Mach dich los. Geh nicht auf die Eier. Das geht nicht auf die Bezahlung. Das ist natürlich auch voll geil. Ernsthaft? Jo, der Olle ist bekloppt. Ich will meinen Tod faken. Okay. Ja, dann bringen wir eben meine Zwillingsschwester um. Das fällt gar nicht auf. Jetzt werden wir auch die Zwillingsschwester umnageln. Aber nicht im Nageln-Sinne, sondern im Sinne von Töten-Sinne. Ich wusste schon wieder, an was ihr denkt, ihr kleinen Versen. Ihr wisst schon. So. Einmal nach vorne. Eieiei. Was ist denn das für ein Familiendrama hier jetzt gleich? Und ich bin dran schuld. Hm, egal. Dum, 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 dum. Au. Da kann man gar nicht durchfliegen. Ich werde mich nie an das Schmettern gewöhnen können. Mechanik ist irgendwie nicht so der Hammer. So. Ja, dass wir hier nach oben fliegen, das klappt auch noch nicht so. Muss ich hier lang? Ich fliege einfach mal so nach frei nach Schnauze. Da ist sie. Sie will abhauen. Schnapp sie dir. Klar habe ich deine neue Bude verwanzt, aber ich habe dir vertraut, Dee. Du wirst vollgemeuchelt, wenn du es am wenigsten erwartest. Oh weh, das ist meine Deidre. Tot und hinfort. Nun denn, so will ich dir folgen, meine Teure. Sei unbesorgt. Wir werden das große dunkle Tor gemeinsam durchschreiten. Meine Schwingen tragen mich zu dir in den Abgrund. Boah, zwei Psychofliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben das Universum etwas gesäubert, Kammerjäger. Hol dir deine Belohnung bei mir ab. Oh jo, die sieht echt aus wie die. Ich dachte zuerst, das wäre die hier vorne, ne? Der Typ, der da vorne rausgeflogen ist. Ich hab so gedacht. Hm, du hast aber eine hübsche Zwillingsschwester. Ja, okay. Ich würde sagen, wir sind jetzt gleich mal auf Belohnung ansammeln, ne? Fehlt noch irgendwas? Wir haben sämtliche Quests abgeschlossen. Hier müssen wir einfach die Waffen abgeben. Kann ich jetzt gleich auch machen. Das war, glaube ich, Hauptquest. Reihe Eislöcher. Das muss ich abgeben hier. Wandel habe ich abgegeben. Ich habe alles abgegeben. Vielleicht jetzt nochmal schnell zu den Waffen und ein bisschen was abgeben für die Folge noch. Dann habe ich wieder ein bisschen Platz im Inventar. Alles weitere kann ich verkaufen oder so. Ja, geht doch. So, ich weiß sogar noch, wo das ist. Ach, fühlt sich irgendwie voll gut an, haufenweise Quests abgeschlossen zu haben. Und noch die Belohnung einzusacken. Die Hauptquest ist wesentlich einfacher, weil da müssen wir uns wieder durchprügeln.
Und wir kriegen jetzt durch die verschiedenen Missionen ein paar Waffenoptionen. Und bei der Nebenquest levelt man ja auch wieder. Also, wenn ich direkt rausgemacht habe, ich bestimmt ein Level niedriger gewesen. Naja, so. Oh, ernsthaft? Wisst ihr was, das sehe ich jetzt gar nicht ein. Ich habe dir schon 20 Mal kaputt gemacht. Ja. Ich glaube, ich sollte es aber einsehen, weil... ich krieg sonst Probleme. Oh, ernsthaft, muss ich die jetzt alle töten nochmal? Jo, und ich gehe noch drauf dabei. Das habe ich gern. Oh Gott, ich hänge wieder fest. Ich hänge fest. Oh, das hier oben macht zu viel. Nein. Nein, nein, das wurde schon... steht hier noch irgendwo einer? Bitte irgendwo, irgendwo in der Nähe. Direkt in der Nähe. Oh, danke. Oh, es war so klar wieder. Ey, was ist denn das die ganze Zeit, was mich hier wegschockt? Ach, es ist wieder so ein Kackviech. Ey, das ist der Horror. Diese Kackviecher. Oh, hat er nicht gezielt. Jedes Mal, wenn ich Waffen liefere, muss ich auf neu killen hier. Ganz auf die Eier. Geben die Greens gut Experience? Naja. Komm schon. Ja, gut, also. Schon. Schon, aber trotzdem sind die nervig wie sonst was. Ist der Fette wenigstens weg? Ja, Fett ist weg. Meine Güte. Schrotmunition? Nein. Nee. So. Rüstest für die Schlacht, werden die Soldaten Mut schöpfen. Nein, so. Die sind erstmal gespendet. Ansonsten habe ich halt hier ein paar interessante Dinge vielleicht noch bekommen. 19x6, 20x3, ja, so ein paar Optionen. Ja, die obere ist immer noch die bessere, glaube ich. Ja, die werde ich ansonsten nämlich verkaufen. Three-Shot-Fire-Hose. Ja, das weitere verkaufe ich dann. Aber ich habe irgendwie, glaube ich, auch viele Schilde, ne? Kann das sein? Nee. Dann viele Granatmats-Dings. Auskits. Was machst du denn dort? Das sind mit Taslots belegt, ey. Da ist mein Stingray. Und wir holen jetzt das Zeug ab. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin, lass krachen und tschüss.